gibt es einen besonderen Anlass? Ja, wir verkünden in wenigen Minuten die Botschaften von Schwammendingen verkünden. Also wir. Das ist ein Gremium, das alle Jahre bestimmt, das aus den Ex-Botschaftern plus der FDP-Vorstand besteht. Und die Spannung steigt. Es weiss niemand so recht, wer das ist. Es sind verschiedene Leute da, die in Frage kommen könnten. Aber ja, wir müssen jetzt Geduld üben. Hans-Peter Schnäbeli, heute wird der Schwammendinger Botschafter ernannt. Können Sie uns über die Geschichte Botschafter etwas erzählen? Ja, wir wissen ja, Schwammendinger hat in der Welt nicht das beste Image. Im Gegensatz zu uns Schwammendinger, die gerne Schwammendinger sind, möchten wir das auch den Leuten zeigen. Und darum hat der Peter Marti vor 14 Jahren, die Idee, man könnte jemanden, der gut über Schwammendinger redet, für die Aussenwelt als Botschafter von Schwammendinger ernennen. Und das machen wir jetzt dieses Jahr das 15. Mal. Was hat er denn eine Funktion im Jahr durch als Botschafter? Da kann er damit machen, was er will. Es gibt Leute, die ernannt werden und dann hört man nichts mehr von ihnen. Es gibt andere Leute, die sagen hier und wieder, dass sie Botschafter von Schwammendingen sind. Aber eigentlich ist es eine persönliche Ehrung von dem Mann oder dieser Frau oder dieser Institution, die den Preis bekommt. Der Preis gilt ja als Jahr, also der Botschafter ist für ein Jahr Botschafter oder die Botschafterin. Wie wird die Person dann auch aufgeboten, Schwammendingen in gewissen Sachen zu vertreten? Wir machen das, bis jetzt haben wir das nicht gemacht. Es wäre eine Idee, die man könnte machen, das sind eben die Verbesserungen, die man noch könnte machen, Schwammendingen. Aber bis jetzt haben wir das nicht gemacht, sondern die Person oder die Institution hat dann das selber können nur nutzen oder hat es genutzt, um für Schwammendingen etwas Gutes zu tun. Können Sie uns schon verraten, da der Film ja noch nicht gerade jetzt kommt, wer das Jahr im 2008 Botschafter von Schwammendingen wird? Ja, Sie kennen den Verein schon. Sie filmen ja mit dem Verein. Von Schwammendingen. Was wirst du mit diesem Preis machen dieses Jahr? Ja, also ich habe sicher die Motivation, um im gleichen Stil weitermachen, wenn nicht noch mehr wie bis jetzt, kann man mal sagen. Also die Unterstützung ist eigentlich da, der Verein ist gegründet, man hat Geld in der Kasse und das bedeutet dann für sich, dass man wirklich weitermachen kann und das ist die Hauptsache. Herzliche Gratulation zum Botschafter von Schwammendingen. Was sind jetzt deine Verpflichtungen dieses Jahr? Verpflichtungen? Also wir werden weitermachen, so wie wir jetzt die letzten, sind glaube ich, fast 3 Jahre jetzt mittlerweile und versuchen noch besser zu werden. Das sind vielleicht Verpflichtungen, dass man jetzt noch ein bisschen mehr sich ins Zeug legt und so wie ihr auch selber noch ein bisschen mehr unterwegs ist.